Jo, servus Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einer kleinen Überraschung. Ja, ich bin heute nicht auf meiner MT unterwegs, sondern auf diesem relativ schicken Gerät hier, KTM 96 in der A2 Version. Das ist von einem Kollegen, der hat momentan mein Auto, deswegen habe ich sein Motorrad. Und ich würde sagen, machen wir mal eine kleine Testfahrt. Erstmal Soundcheck. Das geht auf jeden Fall gut klar. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Also kurz zum Motorrad, wie schon gesagt, KTM Duke 690. Ich glaube in der A2 Version mit knapp, was hat die? 40 PS circa, also nicht die vollen 48, dafür ist es zu leicht. Und ja, ein Zylinder 690 Kubik. Ist eigentlich ein Rezept für viel Spaß, würde ich mal sagen. Ich bin jetzt schon knapp 3 Kilometer gefahren. Also ich bin nicht ganz unvoreingenommen, aber ich hoffe, das ist noch möglichst neutral, dieser Bericht. Also man kann auf den ersten Metern schon erkennen, dass das vom Konzept her was ganz anderes ist als die MT-07. Doch deutlich sportlicher auf jeden Fall. Deutlich wendiger. Lässt sich wirklich schön in die Kurven reinwerfen. Schön runterdrücken. Dadurch, dass er so leicht ist, fliegt es nur dadurch. Das Fahrwerk ist deutlich besser als bei der MT, muss man einfach so eingestehen. Allerdings vibriert der Hintern wie sonst was. Also, aber an sich die Sitzposition ist sehr, sehr aufrecht. Man kann es da vielleicht im Schatten gerade ein bisschen sehen. Also ich sitze wie auf dem Stuhl, ganz gerade. Sehr bequem auf jeden Fall. Ja, dieses ganze Fun-Konzept kommt ja auch nicht von ungefähr. Es ist ja quasi im Prinzip das gleiche Motorrad wie die SMC 690 mit einem anderen, also Grundkonzept, sage ich mal. Also das eine ist ja eine Supermoto und das hier ist ja eher eine Naked Bike. Aber die geht auch schon sehr, sehr doll in die Richtung, sage ich mal, Naked Bike. Ich meine Supermoto natürlich. ABS auch mit an Bord. Ja. Macht auf jeden Fall Bock. Das Einzige, womit ich hin und wieder mal ein bisschen Probleme hatte, vom ersten in den zweiten zu schalten, da ist der Neutrale irgendwie ein bisschen komisch. Also es ist echt krass, wie einfach wie wendig dieses Motorrad einfach ist im Vergleich zur MT. Und die MT ist meiner Meinung nach schon echt gut und wendig. Dagegen ist das ja aber nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber wie gesagt, so vom Konzept her anders. Zielt, denke ich mal, auf eine andere Käufergruppe sozusagen ab. Die
MT gibt eher so den Allrounder, der wirklich sehr ausgeglichen ist, sehr ausgewogen, für alles wirklich, wirklich geeignet ist, für Schnellfahren, fürs Cruisen. Und dieses Teil hier, das lädt einfach echt zum Rasen ein. Also langsam macht darauf keinen Spaß. Das ist echt eine Rennmaschine vorm Herrn. Wirklich geil. Also wenn ihr jetzt nicht so die seid, die auf Touren aus sind, sondern einfach mal am Wochenende vielleicht mal 100 Kilometer durch den Odenwald oder durch den Schwarzwald oder sonst was brettern wollt, dann ist das die Maschine für euch. Die ist natürlich ein bisschen teurer als die MT und weniger, sag ich mal, alltagstauglich. Von daher, für mich fällt sie deswegen raus, aber als Spaßobjekt ist es so krass gut, dieses Teil. Das Fahrwerk ist phänomenal, das Serienfahrwerk, muss man sich mal geben, das ist 10.000 Mal besser als das von der MT. Die Bremsen sind wirklich gut, das Getriebe gefällt mir nicht ganz so gut. Vielleicht mal ein bisschen was an den Kupplungen ändern. Die Seitenspiegel sind der Hammer, da kann man so viel drin sehen. Vibrieren natürlich deutlich mehr als bei der MT, weil zwei Einzylinder und schon zwei Zylinder. Aber meine Güte, man kann trotzdem alles sehen, was man sehen will. Nicht wie bei der MT, wo der halbe Arm drauf ist. Aber im Großen und Ganzen ist halt, wie gesagt, die MT doch ein ausgewogeneres Motorrad. Jo, und jetzt bin ich in den Schnee gekommen, genau dahin, wo ich nicht hin wollte. Ich hoffe, ich kann jetzt demnächst schnell mal umdrehen, weil so will ich auf keinen Fall weiterfahren. Hier ist es nass. Da habe ich mit dem Motorrad, was ich jetzt nicht so kenne, ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. War jetzt hier gerade ein bisschen gefährlich, die Aktion, die ich abgezogen habe, aber naja, wird schon niemand sich darüber beschwert haben. Und wir gehen gerade wieder um. Aus dem Schnee gerade wieder raus. Und wieder ins Trockene, jawohl. Habt ihr das gerade gesehen hier? Richtig genial, der Typ. Ich will an ihm vorbei. Ich will an ihm vorbei. Mann, das Teil macht echt Bock auf jeden Fall. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Motorrad habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich denke, ich habe jetzt nicht wirklich viele Punkte angesprochen, sondern einfach nur, wie geil dieses Teil abgeht. War auch eher so ein kurzer Test, anstatt eine tiefgründige Review. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Kommentieren, favoritisieren und masturbieren, habe ich neulich einen YouTuber hören sagen. Fand ich ganz geil. Also, naja. Schreibt was in die Kommentare, meldet euch bei mir über Facebook, wenn ihr noch was wissen wollt. Links dazu wie immer in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.